Die Gitarrenakademie hat sich in einem Jahr zu einem Kurs mit 200 Studenten entwickelt. Laut Gründer und Gitarrist Wim den Shepherd ist der Erfolg der Ausbildung vor allem auf die Fokussierung auf Erwachsene zurückzuführen. Ich wollte wirklich etwas, das überhaupt nicht in der Schule war, weil ich es schon hatte. Von Musikschulen und Situationen von Hausaufgaben gehört. Ich habe mich immer aus mir heraus mit Musik befasst. Das bedeutet Farbe für mich. Ich lerne viel in der Musik, die ich in anderen Dingen anwende. Die Erwachsenen, die hierher kommen, machen viele interessante andere Dinge und Jobs nebenan. Und das gibt einen riesigen Klick. Diese Begeisterung war auch der Erfolg. Das unterscheidet uns. Der Gitarrenvirtuose Harry Sakshini unterstützt die Gitarrenakademie nicht nur, weil das Training auch die Sakshini-Methode dosiert. Wim den Herder ist vor allem deshalb etwas Besonderes, weil er ein großartiger Gitarrist ist, der sich enorm entwickelt. Er konzentriert sich definitiv auch auf mehrere Techniken. Er kann alles auf der Gitarre machen. Wim ist aber auch Mathematiker. Sehr seltsam, er hat zwei außergewöhnlich große Talente. Und jetzt, wo er diese Gitarrenakademie gegründet hat. Sie sind seit einem Jahr beschäftigt. Er scheint daher organisatorische Möglichkeiten zu haben. Wir haben das Amsterdamer Gitarrenfestival im November. Wir machen auch das Marketing. Es sieht so aus, als hätten wir eine verrückte Besetzung mit Harry Sakshini, Jan Ackermann Rosenberg. Damit wir zum ersten Mal ein riesiges Festival haben und Amsterdam wirklich ein Ort für Gitarre sein wird. Wim ist an drei Fronten, weil er gut ist, aber ich sage es ihm auch sehr oft. Ich hoffe, dass es sich nicht gegenseitig in die Quere kommt, weil er im Moment vielleicht berühmter war. Wenn er die beiden anderen Dinge nicht getan hätte. Ah, da willst du. Hey, ich beende Mathe. Wirklich? Ist es ernst gemeint? Ja, aus dem Grund, den du sagst. Es läuft so gut, dass ich jetzt total auf die Musik aus bin. Gut aussehen.